Shalom Aleichem, a guten Erev Shabbos, Shabbos Parashat Vayechi. Man sagt zu Yosef, Ine Avicha Chole, sieh, dein Vater ist krank. Rabbi Levi Yitzchak von Bardichev hat eine sehr schöne Sitte. Als Rebbe hat er besucht alle Kranke in seiner Stadt. Ein Tag kommt er zu einem einsamen, leidender Kranker, liegt im Bett und Rabbi ist gekommen mit zwei Schülern und der Kranke guckt auf dem Rebbe und sagt, Rebbe, ich mache mir große Sorgen, ob ich Anteil habe auf jener Seite in Olam Abba. Ich war nicht so Besonderes in dieser Welt. Sagt dem Rebbe, keine Sorgen, ich verspreche dir, dass du einen guten Chelek, einen guten Teil bekommst in Olam Abba. Und der Mann war sehr beruhigt und angenehm und friedlich eingeschlafen. Ein paar Stunden später fragen die Schüler dem Rebbe, Rebbe, wissen Sie, man muss doch schwer arbeiten in dieser Welt, um einen Teil in Olam Abba zu bekommen. Wieso haben Sie ihm versprochen, dass er bekommt, ein Jenseits, ein Olam Abba, Ewigkeit, Gan Eden. Wie kann das sein? Das ist anders als das, was sie uns die ganze Zeit lernen. Sagt der Rabbi, hör zu, liebe Schüler. Wenn es an meiner Macht liegt, von einem Menschen Kümmer abzuwenden und machen sein Zorre, sein Pain, sein Schmerzen wenig, und es sei auch auf eine kurze Weile, dass er ruhig sein, geben ihm die Schmerzen, so bin ich bereit dafür, meinem Anteil im Jenseits zu verzichten. Ich brauche nicht einen Teil im Jenseits. Ich bin bereit, ihm das alles zu geben. Diesen Teil gebe ich ihm. Diese Geschichte habe ich gelesen beim Buch von unvergesslichen Rabbiner und Religionslehrer Rabbi Shmuel Daum, der war hier in Frankfurt, und ich fand diese Geschichte mit so einer chassidischen Warmkeit so gut, dass ich dachte, das ist ein gutes Gericht für eure Schabbestisch. Kümmert euch über kranke Leute. Es lohnt sich. Sie werden freuen. Da bekommt ihr richtige Olam Abba. Kol ha-mevakeret ha-chole, jeder, der die Kranken besucht, nimmt er von ihm ein 60. Teil von seiner Krankheit. Seine riesige Mitzwa und das Schutz der Mensch selbst in seine Gesundheit. Shabbat Shalom, Psorot Tovot.